So, willkommen zurück zu StarCraft 2, der Wings of Liberty Kampagne. Wir sind hier immer noch im Endscreen, ja. Ich klicke hier auf Fortfahren, damit wir hier weitermachen können. Wir haben nämlich die eine Mission mit dem Bohrer nämlich abgeschlossen und können jetzt wieder zurück. Zugangshalle der Hyperion um 4.14 Uhr Bordzeit. Für ihre Verbrechen sein mag, kann nur sie uns retten. Moment mal. Sprichst du etwa von Kerrigan? Das ist 4 Jahre her. Du tauchst einfach hier auf und... Die Zeit drängt. Ihr werdet verstehen. Dies birgt die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Und damit haben wir die Protoss-Mission freigeschaltet in dieser Kampagne, glaube ich. Das müsste das sein, genau. Von diesen Ihan-Kristallen habe ich vorher schon mal gehört. Angeblich ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Zeratul entdeckt hat, wollte er mich auch unbedingt sehen lassen. Will ich wohl mal einen Blick riskieren. Die Mission können wir nämlich jetzt hier starten und ja, das werden wir auch erstmal tun. Wir werden erstmal diese Missionsreihe, die wir hier haben, durchspielen und dann weiter mit der Story machen. Das ist ganz praktisch. Das ist gut, dass wir das jetzt haben. So, aber jetzt werden wir erstmal gucken. Hier hat sich nichts weiter verändert, aber wir haben hier Artefakt. Diese Artefakte hier zu haben, macht mich nervös. Kannst du mir mehr über sie sagen? Es ist interessant. Das eine von Xel ist anders als die anderen. Dennoch, ich glaube, dass sie alle früher einmal eine Einheit gebildet haben. Du meinst, sie gehören zusammen? So scheint es. Es ist nur eine Theorie, aber fest steht, dass die Artefakte, die wir gesammelt haben, zueinander hingezogen werden. Eine Art harmonische Resonanz. Angesichts der übergeordneten linearen Ausrichtung angrenzender Objekte, denke ich, dass sie sich unter der richtigen Feldanpassung wie Magneten gegenseitig anziehen werden. Okay. Na, richte mal lieber nichts irgendwo hinaus, Doc. So wie sie gerade sind, gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, wir werden die später noch brauchen, die Artefakte, für was Wichtiges. Werden wir mit ihr nochmal reden hier. Was ist denn das für ein Objekt? Stammt es von den Protoss? Allerdings. Aber ich würde an deiner Stelle nicht damit rumspielen. Das ist ein Kaidarin-Ihan-Kristall. In diesem Ding werden Erinnerungen gespeichert. Damit kannst du sehen, was andere erlebt haben. Könnte böse enden, wenn du nicht weißt, wie man damit umgeht. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Rayner. Du verstehst mehr von den Protoss oder den Zerg als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Nun ja, weil wir natürlich auch eine besondere Hintergrundgeschichte haben. Ich weiß gar nicht, wie die ist bei dem, aber naja, er hat zumindest eine. Wir haben Forschung freigeschaltet, weil wir ja auch richtig schön hier Forschungen von Protoss gesammelt haben. Deswegen... Blöd. Wählen wir jetzt ein Forschungsobjekt. Projekt, nicht Objekt. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal Ultrakondensatoren.
Waffen-Upgrades. Aha. Und das haben wir hier. Vanadium-Panzerung. Wir nehmen die Panzerung. So. Zurück. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, komm, wir haben die Forschung und den Kristall freigeschaltet. Ja, ja, ja. Den Kristall werde ich gleich machen, den werde ich noch nicht jetzt, weil wir haben hier noch Schiffsmesse und sowas. Da können wir ja auch noch ein bisschen gucken. Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Terranische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen. Und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. Ja, übrigens, diese Störgeräusche, die ihr vielleicht hört, ich weiß nicht, ob das Mikrofon die auch wirklich aufnimmt, das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das ist jemand, der draußen mit einem Flammenwerfer rumläuft und versucht, Unkraut wegzubrennen. Und das ist ziemlich laut, ne? Also, nicht wundern. Ja gut, wir reden weiter. Die von den Nachrichten sind paranoid und glauben, dass die Zerg die Nachrichtensendung verfolgen. Und die werden jetzt immer mit Tychus reden. Jetzt haben wir schon 3 von diesen Artefakten auf meinem Schiff. Wann liefern wir die verdammten Dinger endlich ab? Die haben im Moment alle Hände voll zu tun. Die Zerg sind auf dem Weg nach Tyrador zum Möbius-Hauptforschungszentrum. Ich glaube, von denen werden wir nichts mehr hören, bis sie sich irgendwo in Sicherheit gebracht haben. Na klasse. Ja, können wir das Artefakt eigentlich behalten? Warum nicht? So, wir haben neue Söldner. Oh hier. Meine. Neue Söldner sind nämlich immer gut. Hattest du Besuch? Vielleicht irgendwelche besonderen Gäste. Keine Ahnung, wovon du sprichst, Tosh. Oh, ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche, James Raynor. Irgendwas war gerade auf diesem Schiff. Ich kann es an dir riechen. Protoss, interessant. Was immer du zu wissen glaubst, behalt's für dich. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du die Luftschleuse von draußen betrachten. Dieser Typ ist sehr unsympathisch, muss ich sagen. Nee, gefällt mir nicht. So, wir können noch mit Horner reden. Und Sternkante werde ich natürlich nicht benutzen, weil wir haben erstmal was anderes vor. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade Ceratul auf dem Schiff gesehen. Wie viel haben Sie denn heute Nacht getrunken, Sir? Er war da, Matt. Und er war verletzt. Vor irgendwas auf der Flucht. Wo ist er jetzt, Sir? Keine Ahnung. Aber er ist nicht mehr auf dem Schiff. Er hat mir einen Ihan-Erinnerungskristall gegeben und wollte unbedingt, dass ich ihn mir ansehe. Er will wohl, dass ich sehe, was er gesehen hat. Ich meine, Matt, der war hier. Ich hab's selbst gesehen. Und hier haben wir den Belagerungspanzer. So sieht er aus. Baut er sich immer wieder zusammen? Dann nicht. Jetzt. Und zusammengeklappt. Total geil, die Technik. So, Zwan hat noch was zu erzählen. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf.
Ach ja, das beruhigende Donnern schwerer Geschütze. Naja, wenigstens solange sie auf unserer Seite sind. Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Nice. Rächer, Marodeur, den habe ich noch gar nicht geskillt. Ja. Belagerungspanzer können wir natürlich jetzt auch skillen. Kann man WBFs auf... Ah, Baugeschwindigkeit kann man bei den BWFs. Barrieren doppelt so schnell, das ist mir erstmal gar nicht wichtig, aber Barrieren habe ich noch nie wirklich gebraucht. Achso, mehrere können. Ja gut, nee, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So. Gut, dann gehen wir zurück ins Labor, denn wir werden jetzt die Protoss, diese kleine Protoss-Missionsreihe spielen. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Mission, Vorboten des Untergangs. Missionsziel, untersuchen Sie die Xel'Naga-Schreine auf Ulan. Und dadurch bekommen wir übrigens Forschungsmöglichkeiten auch. Deswegen ist es auch immer ganz nützlich, diese Mission zu machen, weil man dann eben auch in der Forschung weiter vorankommt. Nämlich durch, ich weiß gar nicht, ob wir durch das Abschließen der Mission diese drei Protoss- und Zerg-Forschung bekommen oder ob wir die halt auch noch finden müssen. Aber zumindest haben wir die Möglichkeit, drei Protoss-Forschung und Zerg-Forschung zu bekommen. Und dann würde ich sagen, legen wir dann gleich mal bei der Mission los. Serathul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ja, also die Missionsreihe, ich weiß gar nicht, die ist glaube ich nicht so lang, aber sie ist sehr interessant. Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang?
Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Doch werdet ihr es nicht erleben. Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturz, auf den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freuden. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Ja, damit geht's los mit der ersten Mission dieser Protoss-Reihe. Und ja, das, was Blizzard ja richtig gut kann, das sind ja Cutscenes und ja, so Render-Sequenzen, wie ihr eben gesehen hat. Die war schon geil, ne? So, wir werden jetzt Protoss steuern, das heißt also, das Interface wird auch ein bisschen anders aussehen, aber das wird im Spielbereich nichts ändern. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Du bist unsichtbar, ne? Deswegen sehen die Protoss dich auch nicht. Die Protoss, sag ich schon, die Zerg. Ja, wir müssen jetzt mit ihm hier irgendwie da durchkommen. Ne? Euch gehört meine Ergebenheit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ehre den Dalai Lama. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Ja, wir können uns... Die Ehre gebietet es. Teleportieren, also Transit. Und dann müssen wir nur ein Zielort auswählen. In Audin Rashagal. Und dann haben wir uns teleportiert. In Audin Rashagal. Das ist quasi so ein Tutorial mit Zeratul. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wo wir dann... Wir dürfen nicht sagen. Bisschen seine Fähigkeiten einen Weg lernen. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. Die Prophezeiung weist uns den Weg. In Audin Rashagal. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Genau, wir können... So. Ehre den Dalai Lama.
In Arudin Rashagal. Euch gehört meine Ergebenheit. Dann können wir die wegmachen. In Arudin Rashagal. In Arudin Rashagal. Du wiederholst dich. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Wäre richtig gegangen? Müssen richtig gegangen sein. Doch frage ich mich jetzt, wo es weitergeht. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Hä? Euch gehört meine Ergebenheit. Hier rüber? Darüber? Hier ist auch nichts. Ehre den Dalai Lama. Kann man da irgendwie rüber? Die Ehre. Ach, man kann hier hoch. Es. Das sah ein bisschen. Wir dürfen nicht. Ja, versteckt aus. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde einen Weg finden. Wie können wir hier das Lehrengedöns machen? Die Ehre gebietet es. Ich werde einen Weg finden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Du bist dumm. Du musst doch eigentlich wissen, dass du angegriffen wirst. Oh, Scheiße. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Dalai Lama. In Arudin Rashagal. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Wir dürfen nicht zagen. Euch gehört meine Ergebenheit. Ja, also man merkt, das ich ist werde jetzt einen Weg finden. Wirklich ich nur. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ja, Tutorial hast du nicht gesehen. So, warte mal, kann ich von hier aus das machen? Wir dürfen. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Na, guck mal, während du laberst, habe ich das schon längst gemacht. Ergebenheit. Ehre den Dalai Lama. In Arudin Rashagal. Die Prophet. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Los geht's! Zack, zack. Ich werde einen Weg. Ich kann ihn nicht angreifen. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. Aber der wird nichts machen, ne? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Da haben wir eine Protoforschung erhalten. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Ich sollte besser die verbleibenden Schreine suchen, bevor sie es sich noch einmal überlegt, ob sie mich leben lassen will. Rashagal. So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Nein! Gehört meine Ergebenheit. Ich werde. Für Shakuras. Den Dalai Lama. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Die Ehre gebietet es. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Wir können endlich diese Flugeinheit noch angreifen. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Einen Weg finden. Die Ehre gebietet es. Ehre den Dalai Lama.
Der kann... Achso! In Audin Rashagal. Ich sehe gerade unsere Einheiten, die Flugeinheiten angreifen können. Die sind sowieso nicht die sind nicht unsichtbar, das heißt, also das ist sowieso egal. Nee, das ist teleportieren. Ah, warte mal, da kommt. Ich werde einen Weg finden. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir müssen aber eh keine Einheiten mehr hier sein. Audin Rashagal. In Audin Rashagal. Euch gehört meine Ergebenheit. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. Ja, ich glaube, wir verlieren gleich eine Flugeinheit. Euch gehört meine Ergebenheit. In Audin Rashagal. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Wir dürfen nicht zagen. In Audin Rashagal. Ehre den Dalai Lama. Schwer wiegt meine Bürde. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Ich werde einen Weg finden. Ja, das euch gehört meine Ergebenheit. Ehre. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. In Audin Rashagal. Wir dürfen nicht zagen. Ich werde einen Weg finden. Ehre den Dalai Lama. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Ehre gebietet es. In Audin Rashagal. Ich habe Einheiten verloren. Die Ehre gebietet es. Aber ich müsste doch eigentlich wieder neue bekommen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Da. Neue. Ehre den Dalai Lama. Die Ehre gebietet es. Flup. Wir dürfen nicht zagen. Ich suche den Pfad der Erlösung. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Audin Rashagal. Euch gehört meine Ergebenheit. In Audin Rash... Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Feinde nähern sich meiner Position. Flip. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Euch gehört meine Ergebenheit. Ich werde einen Weg finden. In Audin Rashagal. Ich werde einen Weg finden. Wir dürfen nicht zagen. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet.